Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, ich habe irgendwie wieder Bock, zurück nach Korinnes zu gehen. Und weg ist er. In der letzten Folge haben wir ihn hier abgesetzt. Jetzt ist er weg. Okay, der hatte also wirklich eine Pause machen wollen, gehe ich mal von aus. Oder er ist auf der anderen Seite des Tors, hier, des Durchgangs. Und ist da bereits gefressen worden. Gehe ich mal von aus. So, ich finde hier bestimmt gleich seine Leiche. Irgendwo auf dem Weg hier. So, aber ich habe wieder Bock, hier nach Korinnes zurückzugehen. Ich will Diego sein Gold geben. Ich will Gorn sein Gold geben, weil ich das gefunden habe. Also ich habe zumindest dessen Lederbeutel gefunden. Und dass wir die Quest dann auch schon mal erledigt haben. Bevor ich dann weitermache, was das Auge Innos angeht. Und, ja, eigentlich will ich auch die Blutkelche mal machen. Die will ich ja auch mal einsammeln für die Diebesgilde. Haben wir auch sehr lange einfach nicht gemacht, weil wir in Jakanda dann unterwegs waren. Damit wir auch Bospas Bogen wiederfinden können. Ich gehe mal von aus, dass wir Bospas Bogen wiederfinden können dann dadurch. Wo, was ich mich frage ist, wie sieht es eigentlich dann mit Joe aus? Weil der ja irgendwie... Ja, die Musik gerade. Weil Joe, der fehlt uns irgendwie. Wir wissen nicht, wo der ist. Also ich weiß nicht, wo er ist. Und ich habe bisher die Vermutung, dass der dann... eventuell in einem der Türme in Korinnes sein könnte. Die Frage ist nur, wo? Also in welchem Turm und wie wir da reinkommen. Oder wie wir einen der Schlüssel bekommen dafür. Ob ich eine Wache kaputt hauen muss oder... Keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Es wundert mich aber gerade, dass ich Bilgoff nicht finde, den wir gerade befreit hatten, also in der letzten Folge. Aber ich gehe auch jetzt erstmal, also zuerst in Richtung Korinnes, einfach in die Stadt. Weil da können wir uns erstmal eine Fischsuppe holen. Mit Gorn nochmal, mit Diego nochmal quatschen. Gorn ist ja in Söldnerlager, Banditenlager. Ne, Söldnerlager. So, hier ist auch keiner mehr. Ich finde das auch klasse, dass wir hier alle schon mittlerweile freigemacht haben. Und bin gespannt, wie das dann im nächsten Kapitel ist, wie sehr wir hier alles wieder freimachen dürfen. Wie viel wieder respawnt. Wollen wir sind auch schon, ne, nicht hier, hier, bei 52 Lernpunkten. Ich muss dann nochmal die ganzen Leute hier abklappern, damit ich nochmal ein bisschen was auf Stärke investieren kann. Und 52, da können wir jetzt zweimal 5 Stärke bekommen, also 10 Stärke insgesamt. Und wir hätten dann 127 Stärke. Und ich bin auch ein bisschen verwundert, dass Diego mir jetzt keine Stärke beibringen kann. Ist einer unserer engsten Freunde. Und im ersten Teil hat er ja Stärke und Geschicklichkeit einen beibringen können. Warum hier nicht mehr? Bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Oder vielleicht kommt das noch. Vielleicht kann Diego noch, nachdem ich ihm dann sein Gold gebracht hatte oder so. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? So, Daron kann mir nichts mehr, nicht mehr helfen, Markt. So, Bürgerin. Wer muss die Arbeit hier machen? Stadtwache. Das darfst du keinem erzählen.
So, hier chillt jetzt keiner mehr. Weil Myxe sich um nichts mehr kümmert. Wo chillen die jetzt dann? Bürger, Bürgerin? Valentino flirtet wieder mit der einen hier. So, wo ist denn Diego? Der müsste da vorne sein, ne? Da chillt er. So, Diego! Ich hab dein Gold. Ich hab dein Gold gefunden. Gut, zeig her. Sehr schön. Jetzt kann Gerbrand sich auf was gefasst machen. Pass auf, ich muss mich noch um die Wachen kümmern. Ich möchte, dass du diesen Brief zu Gerbrand bringst. Er ist einer von den fetten Händlern im oberen Viertel. Bestell ihm einen Gruß von mir. Wir treffen uns dann vor Gerbrands Haus. Brief von Diego erhalten? Okay, haben wir jetzt noch eine kleine Quest bekommen. Ist das wirklich wahr? So, okay, wo ist nochmal Gerbrand? Wer war nochmal Gerbrand? Gerbrand. Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Was? Wer? Welcher Diego? Und ich soll dir diesen Brief geben. Das kann nicht sein. Nein, ich bin erledigt. Ist er in der Stadt? Wer? Diego, natürlich. Ja, ich wollte mich gleich mit ihm hier treffen. Dann ist es aus. Alles ist aus. Ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Schnell. Wenn er mich hier findet, ist alles aus. Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Was soll das werden? Willst du dich über mich lustig machen? Du und dein Freund Diego haben schon genug Unheil angerichtet. Lass mich in Ruhe. So, wo ist Diego? Wo bleibt denn Diego? Bürger kommt und Diego. Warte mal. Ich habe den Brief abgegeben. Ich habe den Brief abgegeben. Sehr gut. Wie hat Gerbrand reagiert? Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. Kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Ach so, der Kasten gehört dir? Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden. Inklusive der gesamten Einrichtung. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibt's dann guten Wein und einen exzellenten Schinken. Du lässt dir auch nichts entgehen. Darauf kannst du gewinnen. Wie ist dir denn so das gelungen? Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. An den ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. Und was mit Gerbrand? Was ist mit Gerbrand? Er hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Er hat hier wie die Made im Speck gelebt, während ich Fleischwanzen-Ragout fressen musste. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Aber in Korinis kriegt er nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Dafür werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, werde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Okay, was mit meinem Anteil? Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier ist dein Anteil. Ich glaube nicht. 500 Gold? Okay. Gibt es noch sonst was? Wie laufen die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Korinis in der Zwischenzeit so verkommen ist? Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. Hättest mal vor einigen Jahren hier sein sollen. Es hätte dir gefallen. Okay, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja klar. Sag es mir einfach, wenn du soweit bist. Kann er mich stärker machen? Bring mir was bei. Bring mir was bei. Ich kann dich lehren, geschickter zu werden. Nein, das will ich nicht. Also warte mal, das ist jetzt hier Diegos Haus? Das hier? Wer bist du nochmal, Bürger? Das nehmen wir mal mit.
Goldener Kelch? Kein Blutkelch, schade. So, was gibt's denn noch? Der Weg des Kampfes Angriff ist die beste Verteidigung. Okay, das will ich jetzt nicht vorlesen. So. Ah, ein Blutkelch. Okay, in den Truhen befinden sich die Blutkelche. Also Diego hat auch ein Blutkelch im Besitz. So, wie viele Dietriche habe ich noch? Wo sind denn die? Glaubst du wirklich daran? Da, 52 Dietriche, okay. So, warte mal, dann. Joe, Bosspass Bogen, die Teleportsteine, Schattenläufer, Hörner für Buster, Snapper-Teil. Wir besitzen jetzt 2 von 6 Blutkelchen, glaube ich. Das hat er wirklich nicht verdient. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Ich wäre mir da nicht so sicher. Und, Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Warte mal. Ich kann hier aber auch nochmal die Sachen verkaufen, Brian. Was kann ich bei dir bekommen? Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohrlinge verkaufen. So, Schmiederohrlinge brauche ich jetzt glaube ich nicht. Hat 50 Pfeile. So, und ein Hammer. 4 Stück. Sonst hat er nichts. So, dann kann ich aber auch mal... Wir haben schon 28.000, fast 29.000. Das ist Wahnsinn. So, das... Alles weg. Spitzhacke brauchen wir noch. Den magischen Bogen behalten wir. Der Bogen kann weg. So, was haben wir hier? Schwarzes Erz. Weiß nicht, wofür wir das brauchen. Behalte ich erstmal. Was ist denn das? Feldrübe. Hab ich sonst noch was, was ich nicht brauche? Ganzen Zauber, die Schriftrollen, ich behalte die. Ich weiß nicht, ob ich die brauchen werde. Hier Krallen, 80 Stück. 30.000 haben wir jetzt. Bleibt uns Kopf, behalten wir. Auch so unendlich viele Schlüssel. Dann haben wir hier Keilerfell, noch eines Goblins, Lockerklaue, Zähne, Flügel, Wolfsfell, Schmiederohrlinge. Hier 2 schwarze Perlen. Hier, dann haben wir Pech, Gletscherquarz, Bergkristall, Schwefel. So, wir hatten aber... Und noch ein 10. Stück Erz, okay. Hatten wir nicht noch einen Lederbeutel? Hier, wir hatten doch Gorns Lederbeutel gefunden, oder nicht? Hatten wir den nicht auch noch gefunden? So, und ich gehe jetzt mal nach unten zu den einen Händler, den Fischhändler. Der kann, der kauft ja mein Silber ab. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. So, da haben wir halb auch. So, alle Teller und Kelche verkaufen. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 50 Goldstücke. 50. Ja, komm, wir haben eh genug. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder, sonst wird noch jemand misstrauisch. Verstehst du? Zeig mir deine Fische. Zeig mir deine Fische. So, warte. Wacholder, Fisch, Dietriche. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Wir haben eben mehr als genug Geld, also können wir Dietriche voll machen bei uns. So.
Cardiff, gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. So, gebratenes Fleisch, Fischsuppe, Wurst. Ja, gut. Ja, keine neuen Dietriche. Gut, dann auf ins Söldnerlager. Zu Onas Hof. Ach komm, weißt du was? Wir benutzen den Teleportstein. Wir haben eh... Pasminta, Hauptstadt, Taverne, Xadas, Kurines, des Großbauern. Hier. So, und wieder weg damit. So, Kort. Hey. Kann der, Ich wundere mich über gar nichts mehr. Bring mir bei, wie man kämpft. Bring mir bei, wie man kämpft. Sag mir, ich kann dich an jeder Waffe ausbilden. Womit wollen wir anfangen? Ich hatte das Zweihand wollte ich nochmal. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Also, okay, der kann nichts mehr. Sag mir nicht, du hast das nicht. Schade eigentlich. Er musste es ja besser wissen. Kannst du eh nichts sagen. So, und reden wir nochmal mit. Gorn. Glaubst du wirklich daran? Hey, du! Ich hab deinen Lederbeutel gefunden, darf. Halt nicht alles glauben, was man hört. Okay, sein Lederbeutel, nicht, du hast das nicht gewusst. Ist nicht relevant. Das war doch klar. Für ihn, okay. Dann kann ich die Lederbeutel auch alle selber einmal nutzen. So. Nee, ich hab den doch hier. Gut, dann gehört das 250 Gold. Ach komm, Olafs Beutel brauchen wir auch nicht. Torloff, kann der mich stärker machen? Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Stärke. Und nochmal Stärke. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Ich wundere mich über gar nichts. Wo ist sein Maximum? Ich kann das nicht glauben. 127. Hey, du. Der könnte mich jetzt, ich will meine Fähigkeiten verbessern. Noch ein bisschen mehr. Das hat er doch vorher gewusst. Eins. Zwei. Und drei. Gut. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Nicht, du hast das nicht gewusst. So, jetzt müssten wir auf, genau, Stärke 130. So, da können wir was für 130, da fehlen mir noch 5, okay. 20 Lernpunkte fehlen mir noch. Und wir hatten hier noch, so eine Schatulle, die wir nichts mitmachen können. Meinst du, mir geht es besser? Mir erfährt keiner. Er ist gerannt, also so, Bennett, Hodges. Wir haben hier aber jetzt keine Quests mehr. Joe, die Teleportsteine. Teleportsteine. Könnten wir eigentlich noch da mit Dings hier reden? Wegen den Teleportsteinen? In der toten Harpyr? Vor allem ist es jetzt auch schon wieder 18 Uhr, gleich 19 Uhr in dem Game. Haben wir jetzt wirklich so lange die Zeit hier verbracht? Ich frage mich eigentlich, was kostet mich jetzt auf 100, um auf 160 zu kommen? Die Lernpunkte. Tatsächlich ist hier noch so einer. Wo kommt der denn her? Wo kam der denn her? Aus dem Nichts einfach. Oder weil ich ein paar Quests erledigt hatte, kamen jetzt noch mal ein paar neue.
Ich will aber nochmal hier in der Toten Harpie nochmal mit jemandem reden. Da hatte mir ja jemand, wie hieß der nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Warte mal, wie viel brauche ich jetzt eigentlich? 333.000 brauche ich für die nächste Stufe. Wir sind bei 116.000. Und wir müssen auch irgendwann wieder mal zu Xara sein. Einfach, nicht nur wegen der Hauptquest, sondern einfach, weil ich seine Stimme vermisse. Auch wenn ich ihn nicht mehr so leiden kann. Das hätte er auch selbst wissen können. Hä? Ruka? Das ist doch lange bekannt. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Ja, nichts Neues. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Gut, gehen wir hoch. Und legen uns mal schlafen. Weit weg. Dann würde ich sagen, wir machen uns wieder auf den Weg in Richtung Alte Mine. Und hauen da mal die Viecher kaputt in Richtung Eisdrachen. Neuen Lager. Warte mal, wir haben ja die schönen Runensteine. So, Teleport zur Burg. Kann ich den benutzen? Okay, zu weit entfernt. Das wird nicht funktionieren. Dämonenturm, Pass in Mintal, Pass in Corinnes. So, machen wir den wieder aus. Warte mal, wie viel Mana haben wir? 98, wir haben schon fast 100 Mana. Dafür, dass wir kein Magier sind, haben wir ganz schön viel Mana bekommen. So, ich gehe aber jetzt mal den Weg durch. Was lag da? Eine Rune? Was für eine Rune war das jetzt? Mittlere Wunden heilen. Und leichte Wunden heilen. Okay. Wie konnte ich die übersehen? Gut, dass ich die noch gefunden habe. Und es fängt an zu regnen. Und noch eine Spruchrolle. Echt jetzt? Wahnsinn. Spawnen die nach oder war ich wirklich so blind und habe die nicht gesehen? Hier dürfte ja nichts mehr sein, hier in dem Bereich. Ja, also. So, wenn wir jetzt wieder hier sind. Wir sind ja da oben im Norden. Könnten wir eigentlich im Grunde den Weg hier rechts lang einfach. Also gleich dann. Einfach entlang laufen. Wird schon vollkommen reichen. Feuerkraut. Ja, hier im Dunkeln, dass ich den übersehen habe, ist klar. Da kann man, braucht man nicht zu diskutieren. Im Dunkeln. So dunkel, wie es bei mir hier zu sehen ist. Ihr kriegt das ja immer ein bisschen heller, weil OBS das immer irgendwie die Einstellung, die ich hier habe, irgendwie nicht übernimmt. Beziehungsweise irgendwie so eine
eigene Helligkeitsauflösung, sagen wir mal, hat. Vor allem ich sehe auf dem Bildschirm, wo ich OBS habe, keinen Unterschied, wenn ich das heller oder dunkler mache. Und in der Aufnahme, wenn ich das am Schneiden bin, sehe ich da auch keinen Unterschied. Wir machen uns aber jetzt auf den Weg ins neue Lager. Hier dürften keine Orks mehr sein. Die sind alle hinüber. Alle erledigt, alle dezimiert. Warte mal, da gab es aber noch Drachensnapper. Wenn wir hier nach oben gehen. Und das sieht so aus, als wäre das Feldknöterich. Ich muss die mal in einem Alchemielabor mal nutzen. So. Da will ich hoch. Da kommen jetzt ein paar Drachensnapper. Ich speichere einmal. Auch noch was zum Einsammeln? Nö. Versuch mal einen nach dem anderen anzulocken. Ja, ersten haben wir. So, komm. Nice. Speichern und den nächsten. Ist jetzt nur die Frage, gibt es da oben noch irgendwie was? Woher kommen die Drachensnapper? So. Jetzt müssen wir uns noch einmal kurz aufladen. Hier kreist das. So, haben wir hier schwere Wunden heilen, leichte Wunden heilen. So, jetzt den da. Dahinter sind gleich nochmal zwei. Drei. So, nochmal speichern. Vier. Fünf. Ich brauche nur einen von denen. So. Und jetzt in die Richtung. Wenigstens kommt er. Wenigstens einer. Und nicht gleich alle. So. Und machen wir nochmal damit. So, nochmal speichern und gönnen uns den nächsten von denen. Ja, einer. So, komm her. Na komm. Dich kriege ich. So, nochmal speichern. Und den da oben auch nochmal.
So, nochmal umdrehen und in die Richtung. Wie viele hier jetzt auch schon tot liegen von denen? Aber ich mag's. Tote Drachensnapper sind gute Drachensnapper. So. Ich glaube, einen könnte ich von der Lebensanzahl, die ich habe, noch schnappen. Den könnte ich noch kriegen. Der wäre noch möglich. Ja. So, das heißt jetzt nochmal aufladen. Und nochmal. So, der Zauber ist vorbei. Speichern. Und den da. So, komm. Da habe ich mich ein bisschen zu voreilig. Noch ein Feldknüpfer. Das war's. War hier nicht mal mehr? War hier nicht mal ein Weg nach oben? Also. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich habe jetzt wirklich mehr erwartet hier. Weil da oben gab es ja mal die Trolle und das eine Banditenlager, sagen wir mal so, so ein kleines Außenposten. Na, aber egal, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.